Ja, ich bin der Karl. Ich bin 2018 auf der Suche nach einem Schlafsack gewesen. Und über diese Anzeige bin ich dann tatsächlich beim Urlaub gelandet. Ich wollte auf Motorradtreffen fahren, brauchte einen stabilen Schlafsack und habe mir gedacht, da ist doch so ein Typ im Westerwald, der so Ami-Zeug verkauft. Vielleicht haben die sowas. Das war eigentlich die Idee, die dahinter steckte. Und dann bin ich auf die Seite, um zu gucken. Und da stand dann Mechaniker gesucht. In meiner damaligen Firma war ich sowieso nicht so glücklich. Und da habe ich einfach gesagt, wie sieht das aus? Kann man da mal vorbeikommen? Ja, und so ist das dann gekommen. Also es war unglaublich lustig, das ist Sonntagabend gewesen, wo ich dann auf diese Internetseite gestoßen bin mit diesem Aufruf, dass Leute gesucht werden. Und da habe ich dann sonntagsabends eine E-Mail formlos einfach geschrieben, ich habe da Bock drauf, wie sieht's aus? Und bekam von Michael, der zu der Zeit wohl in Amerika war, wie er mir in der Antwort-Mail schrieb, nur die Antwort, ja, wann kannst du kommen? Und dann bin ich auch montags gleich hergefahren, ja, und dann geblieben im Prinzip. Und als ich hier ankam, das ist ja typisch Morlock, es wusste natürlich keiner, dass ich komme. Michael war noch nicht da und keiner wusste, was mit mir anzufangen. Dann haben sie mich dann so einen halben Tag irgendwie blöd in der Ecke stehen lassen, da wollte ich schon wieder nach Hause fahren. Da kam ich aber dann doch, gesagt, dann gehen wir mit in die Werkstatt, bis der Michael kommt, kriegen wir dich schon beschäftigt. Ja, und so kam das dann. Und dann war ich eine Woche, dann kam dieses besagte Motorradtreffen, auf das ich gefahren bin, und danach sollte ich wiederkommen. Als ich auf den Hof kam, das war natürlich schon, also jeder, der das erste Mal auf den Hof kommt, der macht große Augen, habe ich auch getan. Das Chaos fällt noch gar nicht so auf, das ist halt sehr, sehr massiver Eindruck. Wenn man aber eine Stunde über den Hof gelaufen ist, dann fängt man an zu sehen, dass das eigentlich, also sehen kann das nicht haben, so wie das da steht. Ne? Das heißt, einfach aus der Not heraus, weil kein Platz ist, wird das dann gestapelt, so wie es geht. Aber ansonsten Chaos halt. Wenn es danach geht, alles. Also ich koche auch schon mal morgens Kaffee, so ist es nicht. Nein, also ich bin Mechaniker. Ich habe 1996 eine Ausbildung gemacht zum Lkw-Mechaniker und seitdem eigentlich auch nichts anderes gemacht. Aber PKWs auch zwischendurch und Lkws und den ganzen Krempel. Und das mache ich halt hier jetzt auch. Ich habe 96 bei Iveco gelernt, bin danach für ein paar Jahre nach Mercedes. Lkws habe ich da gemacht. Dann habe ich 8 Jahre die Werkstatt auf einer Tankstelle in Düsseldorf betrieben, im Prinzip die Werkstatt da gemacht, Autos repariert, da waren alle Fabrikate, haben wir alles gemacht. Ne? Da war dann von der Inspektion bis zum Klaus Rieper war alles dabei. Und da war ich 8 Jahre und dann wurde die Werkstatt dort geschlossen, weil die Tankstelle umgebaut wurde und da war die Werkstatt nicht mehr vorgesehen danach. Bin ich von da aus dann in eine Werkstatt, wo wir Käfer restauriert haben, so alte Oldtimer und so ein Krempel. Und ja, dann bin ich dann hierher. Also das Chaos ist einmalig bei Morlock Motors. Das gibt's nicht woanders. Chaos hat man überall, in jeder Werkstatt liegt irgendwas rum. Das ist auch immer irgendwie mal, dass das Zeug nicht an seinem Platz liegt. Bei Morlock Motors darf das nicht an seinem Platz liegen. Dann findet es nämlich keiner mehr wieder. Das ist das Interessante an der Nummer. Wenn einer aufräumt, wird er schon schief angeguckt, übertrieben ausgedrückt. Wir kommen gut miteinander aus, sagen wir so. Und wenn ihr mal nicht miteinander klarkommen läuft. Ist noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert. Bis jetzt waren wir uns immer klar. Du weißt, dass kein Tag wie der andere ist. Du kannst auch nicht planen. Also man plant den Tag natürlich, für was man vorhat am nächsten, zu erledigen hat am nächsten Tag. Man wird eines Besseren belehrt, sobald man die Firma morgens betrifft. Irgendwas kommt immer dazwischen. Und dann lernst du halt auch zu improvisieren. Da musst du halt einfach, das liegt da, dann muss das weggeräumt werden. Fertig. Im Prinzip arbeitet ja jeder so, wie er es gelernt hat, wie er es kann und macht seine Arbeit. Und wenn jetzt einer so kommt und sagt, da muss jetzt eine Kupplung gemacht werden oder Getriebe tauschen oder was weiß ich, dann mache ich das. Da steht natürlich auch keiner daneben mir, der sagt, du musst das so und so machen. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann sind die Kollegen da oder auch der Michael, wie auch immer. Und dann hilft man sich untereinander. Das passiert eigentlich ganz, ganz von alleine hier. Ich war in Griechenland mit dieser DC3-Geschichte, viele andere Sachen auch. Es ist dann sehr zeitaufwendig. Es ist dann nichts mit Feierabend oder so. Ne? Aber es ist immer schön. Mal was anderes. Christian nirgendwo geboten, sowas. Also auf keinen Fall mit Michael. Selbst er bräuchte ja so einen Kopf, damit alles, was er da drin hat, Platz hat. Ne? Vielleicht würde ich mal mit dem Günther tauschen und mal mit der Dackel spazieren gehen oder so. Das wäre doch mal was. Das könnte ich mir mal vorstellen. Dafür fährt der Günther eine Runde Motorrad. Das wäre eine lustige Sache, glaube ich. Aber ansonsten ist ja, macht doch jeder das Gleiche bei uns. Oder jeder macht ja, ist ja keiner, der großartig irgendwie was anderes macht. Du willst jetzt dann nur hören, dass ich sage, ich mag euch. Ja, eigentlich schon. Nein, am Anfang war das ein bisschen, kann mich noch an eine Szene ganz am Anfang ganz gut erinnern. Da waren wir beim Gerry am Panzer, als wir damals den Elektromotor eingebaut haben. Ne? Und da war ein sehr eifriger
Mensch mit so einem Tongestänge hier, ja, stand hinter mir auf dem Panzer. Und ich hatte dir mit dem Tag schon zweimal gesagt, pass auf, wenn du hinter mir stehst, beweg mich auch, ne? Und ja, wir haben mir fast runtergefahren von dem Ding, weil ich ihn versehentlich angestupst habe. Aber wenn man das jetzt ein paar Mal gemacht hat, und das sind ja nun jetzt schon ein paar Jahre, dann gewöhnt man sich dran. Dann ist das einfach ganz normal. Ja, ich fahre viel Motorrad. Ein starkes Hobby von mir, wo ich also viel Zeit verbringe, und ich spiele Dart. Also dein Dartspiel ist dann nicht nur mit Bier in der Hand, sondern professionell? Naja, professionell, dann bräuchte ich hier nicht arbeiten, wenn es professionell wäre. Es ist schon ein Hobby, ne? Man trinkt auch ein Bier dabei, auch manchmal zwei oder drei. Man hört dann auf, wenn man die Scheibe nicht mehr trifft. Oder wenn man zwei sieht. Oder wenn man, ne, das ist ja gut, einen von beiden triffst du immer.